Moin Mann und ein herzliches Willkommen zurück zum Zelda Tuesday. Eine Woche ist um, das bedeutet, es ist mal wieder Zelda Time. Und ja, was haben wir im letzten Part geschafft? Im letzten Part haben wir den Boss-Key zusammengesetzt, beziehungsweise den letzten der drei Dorfältesten gesichtet oder besucht. Und haben das neue Dungeon-Item bekommen, und zwar den Bogen. Fufi. Aber ich hätte gern nochmal ein paar Pfeile. Oh, danke schön. Okay, also sind dort auch Pfeile drin. Okay. Schön. Ja gut, wir wollten jetzt nochmal die letzten Truhen einsammeln. Da vorne sind noch zwei Stück und dann geht's schon zum Bossgegner. Aber wie komme ich hier weiter? Ah, da oben. Oh, ich muss gar nichts machen, oder? Nö. Okay. Verschwinde. Okay, lasst mich mal kurz nachschauen. Wir müssten jetzt einmal nach rechts. Und zwar hier rein. Ih, was ist das denn? Die waren aber vorher noch nicht da. Ja, komm rauf da. Die machen ja ihre Blubberattacke. Na komm. Oh, das sind so Halbdelfine, kann das sein? Und natürlich muss ich sie. Ah, nee. Ja, doch. Doch, ich muss sie, denke ich mal, mit den Pfeilen besiegen, oder? Natürlich. Aber sie sind One-Hit, alles klar. Bro, ich bin hier. So. Jetzt wieder nach unten. Jawohl. Und aufsteigen. Hier wieder hoch. Ich denke mal, dass wir heute auch den Boss. Wir versuchen es, dass wir in diesem Part den Boss natürlich besiegeln. Vielleicht müssen wir jetzt nur noch zwei Truhen holen und zum Boss aufbrechen. Zum Boss-Room. Na komm, nach unten mit dir, Link. Lass dich fallen, alles gut. So. Hüpsa. Oh, ihr seid gespawnt oder was? Auf Wiedersehen. Weil er hier lebt noch. Oh, du gibst aber ein Herz. Wenn ich die Idiots. Was haben wir hier? Wir müssen einfach nur geradeaus, okay. Trotzdem nochmal gerne Pfeile. Ja. Vor allen Dingen, wenn es gleich gegen den Boss geht. Dass wir genügend Pfeile haben. Ich denke mal, vor Ort im Bossring gibt es auch noch Pfeile, aber ich will nur sicher gehen. So. Und hier gibt es jetzt noch zwei Truhen zu holen. Zwar vorne rechts. Vorne rechts. Ja, kletter ruhig rauf, Link. Alles gut. Wo kommen die denn her? Die sind neu gespawnt, oder was? Ja.
Nein? Jawohl. Hat sich das doch noch nützlich, als nützlich erwiesen. Und da unten... Ich höre noch... Wo sind denn noch welche? Ah, da oben ist noch ein Dude. Den habe ich gar nicht gesehen, mein Freund. Hier hatte ich auch noch irgendwo einen. Und zwar da vorne. Habe ich gar nicht gesehen. Da oben ist auch noch einer. Wow. So, jetzt sollten wir hier aber alle haben, hoffentlich. Und ich sehe da oben Fackeln. Was bringen die mir? Ich kann mir vorstellen, dass ich sie anzünden muss und dass es dann eine Truhe gibt, aber... Das war hier unten, soll eine Truhe angeblich sein. Ja, da unten ist auch einer. Was haben wir hier drin? Ein Stempel, oder? Ein Herzteil. Ein Stempel! Das war keine Ahnung, wofür die gut sind, aber gut. Noch nicht. Also. So, eine Truhe fehlt uns noch hier. Und zwar da vorne. Rechts oben. Ah, okay. Da müssen wir was aufschießen, nämlich. Hier kommen wir nicht lang, ne? Nein, okay. Dann gehen wir da die Leiter wieder hoch. Und suchen dann oben nach der Truhe. Na komm. Ein bisschen schneller, Link. Wie kommen wir nach dahin, ist die Frage. Ah. Okay, das ist nicht an. Ich habe eine Idee. Da komme ich doch rauf, oder? Was, da komme ich nicht rauf? Okay, anscheinend nicht, alles klar. Aber ich muss ja eh geradeaus. Und zwar, ich muss dieses Ding da aktivieren. Wie habe ich das denn noch aktiviert? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich werde den Dude mal weghauen, ja? Vielleicht bringt mir das was. Bisschen höher. Noch ein bisschen höher. Ah, guck mal, was hier hinter ist. Hier ist doch was. Eine versteckte Höhle, ich glaub's nicht. Jetzt also nach oben. Wo gibt es jetzt hier die Truhe?
Ich muss den erst runterschießen. Wie soll ich das bitte schaffen? Ach so, doch. Ganz einfach eigentlich. Ich muss es im Flug schaffen. Muss mich natürlich erstmal hier orientieren. Nein! Okay, wir warten. Aber ich meine, selbst die besten Bogenschützen, wenn sie verkehrt herum schießen müssen, ist... muss schon schwer sein. Da ist der Weg frei. Ich will aber erstmal noch die letzte Truhe holen. Da links oben ist sie. Och, eine Fee. Ich will unbedingt die Fee haben. Trink aus, Link. Und schnapp dir die Fee. Dankeschön. Wie komme ich denn jetzt nach da oben? Muss ich doch auch irgendwie nach oben kommen. Da ist so ein Dings. Okay, aber... was sagt denn die Karte? Da kann ich nicht so einfach hochklettern, oder? Und nochmal nach unten. Ich will nämlich wissen, wie ich nach da oben komme. Ich kann mir vorstellen, dass da nämlich noch ein Herzteil oder so ist. Oder so ein heilianischer Stempel. Das kann auch sein. Da oben. Da muss ich hin. Frage ist wie. Weil ich meine, es führt ja auch keine Dings dahin, ne? Keine Tür oder sonst wie was. Oder kommt man da erst mit dem Greifhaken hin? Keine Ahnung. Mal hier hoch, vielleicht haben wir was übersehen. Ich weiß, dass es manche Dungeons gibt, da kommt man erst an Truhen, wenn man ein anderes Dungeon-Item hat, aber... ich meine, ich kann da auch nichts runterschießen, seht ihr? Was ist das denn für eine Truhe? Truhe ist da oben. Keine Ahnung, wie ich da reinkommen soll. Na gut, ich würde sagen, wir gehen erstmal zum Boss. Darüber werde ich mir offscreen Gedanken machen. So, dann wollen wir doch mal. Wobei... genau, hier geht's jetzt Richtung Bossroom. Pfeile auffüllen hier.
Die nerven mich gerade hier ein bisschen. Ja, alles klar. Und die können gut zielen, Wahnsinn. So, einer ist down. Aber auch noch ein Dude. So. Ah, die letzten Wachen hier. Okay. Ist klar. Sind ja wie Moblitz. So, da ist er. Aber ich würde sagen, wir speichern mal ab. Falls irgendwas passieren sollte. Dass wir dann gleich hier gesaved sind. Die Mollen sehen aus wie so ein... Das ist also das Oberhaupt der Geronen. Aber nicht Daruk, oder? Vielleicht ein Vorfahrer von Daruk. Aber dieses böse Auge, das ist doch wieder Ganons Werk, oder? Natürlich. Flammende Bestie, Flammatron. Ich vermute mal. Moin! Was hast du mir zu sagen? Schau mal, das strahlende Ding auf der Stirn von diesem Typen. Ich spüre, dass von dort aus eine starke magische Kraft ausgeht. Ja, ist klar. Oh, lol, einfach mal so ein Flammeangriff. Willst du noch einen, oder? Aber wenn er seinen Flammenangriff macht? Keine Ahnung, wie ich mich verteidigen könnte. Ah, jemand! Ich kann mich hier verstecken. Ah, nee. Solange ich weit genug weg bin, okay. Nur zweimal getroffen. Oh, Herzchen. Pfeile? Ja. Das war das dritte Mal? Ich
Ich will auf jeden Fall nicht von dem zerstampft werden. Jetzt macht er wieder seinen Flammenangriff. Jetzt. Es scheint die zumindest ein bisschen zu stören, aber. Ich meine, als anderes kann ich ja gerade auch nicht machen. Oder mir fällt halt nichts ein. Aber ich denke mal, die Eisenstiefel bräuchten wir noch irgendwie. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ja. Ich habe wirklich jetzt mal eine Idee. Vielleicht klappt die ja. So, jetzt ist er irritiert. Tatsache. Link, schnell nach vorne und hau ihm eins um die Ohren. Okay. Ich hatte mich nämlich schon gewundert, hä, warum ist auf dem Fußboden dieses Erzmetall? Aber es hatte seinen Grund! Er wird immer durchsichtiger, seht ihr das? Oh oh. Lauf, 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 lauf. Jetzt macht er wieder seinen Flammenwurf. Ich würde es jetzt Flammeninferno nennen. Gibt es ja auch die Attacke. Und schnell hin, Link. Hau ihn eins auf die Ohren. Jawohl. Überlebt der Corona? Oh. Anscheinend. Und da ist natürlich auch der Schattenteil, was Midna wieder haben will. Hey, gut gemacht. Jetzt hast du schon zwei Schattenkristalle. Ja, ja, schon gut. Zur Belohnung werde ich dir etwas Spannendes erzählen. Zanto. So heißt derjenige, der die Schatten über diese Welt gebracht hat. Man nennt ihn auch den König der Schatten. Er ist sehr stark. Du bist ein Nichts gegen ihn. Aber ich werde Zanto niemals als unseren König anerkennen. Und auch nicht, dass die Welt des Lichts von dieser verwöhnten Prinzessin und ihren Verbündeten regiert wird. Nicht, dass ich ihr etwas Böses wollte.
Ich will nur die Schattenkristalle. Alles andere interessiert mich nicht. Eventuell für den Schattenspiegel. Mal schauen. Also gut, fehlt dir noch einer. Den findest du auch noch, oder? Oh, so sieht also das Goronen-Oberhaupt aus. Okay. Damit hatten wir erstmal einen weiteren Herzcontainer. Schön. Ein paar Pfeile. Bro, und wie geht's wieder gut? Oh. Was? Wo bin ich? Oh, mein Kopf brummt. Die Truhe werde ich offscreen holen. Oder werden wir zum späteren Zeitpunkt holen? Schauen wir mal. Speichern, natürlich. So, damit ist auch in Eldin wieder Frieden eingekehrt. Schön. Auserwählter Torti. Das Land im Norden, jenseits der großen Steinbrücke, wird vom Lichtgeister Ranel behütet. Dort wirst du die finden, die du suchst. Torti. Da ist jemand etwas schwach auf dem Bein. Was ist mit Ayla? Ich glaube Ayla. Ayla, ne? Ayla. I-L. Du musst Ayla retten. Bestimmt haben die Bösen sie irgendwohin verschleppt. Ich habe diesen Albtraum doch nur ausgehalten, weil ich immer Ayla und dich vor Augen hatte, Torti. Da muss ich dich aber leider enttäuschen. Unser Herz gehört Zelda. Obwohl, vielleicht stellt sich ja aus, dass Ayla doch irgendwie Zelda... Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Und jetzt... Jetzt bin ich wieder in Sicherheit. Du erinnerst dich doch noch, was ich dir damals in Ordon gesagt habe, oder? Ich möchte einmal so werden wie du, Torti. Ah, okay. Mach dir um mich keine Sorgen mehr. Jetzt musst du Ayla retten. Sei beruhigt, ich werde auf diese Kinder Acht geben. Du aber solltest zu denen gehen, die dich jetzt mehr brauchen als wir. Dein Anblick erinnert mich an den Helden aus alter Zeit, von dem die Legenden Hyrules berichten. Möge der Segen der Göttinnen von Hyrule dich begleiten. Schöne Melodie. Ja, Midna, was hast du mir zu sagen? In Ranel ist also die Person, die du suchst. Gut zu wissen, oder? Versuchen wir es doch mal in den Schatten im Norden von Kakarito. Und vergiss du nicht, dass du sicher auch ein Schattenkristall bist. Na gut, ich würde sagen, wir setzen hier erstmal eine Cut. Ich danke euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und ein Kommentar lassen. Und im nächsten Part geht es dann Richtung Ranel. Bis dann.